Frühstücken, ja, morgen kann man immer sagen, also Mahlzeit ist, weil es Mittag ist. Aber egal, wir haben es jetzt 12.37 Uhr und natürlich Mittwoch, den 14. Dezember. Und ja, ihr habt mir jetzt ein paar Screenshots aus unseren Weihnachtsvlogs ausgemacht, die was mir am besten gefallen und so. Und die werde ich jetzt noch ein bisschen zuschneiden, weil ich halt da mein Logo vom YouTube im Bild habe. Und ja, da habe ich jetzt nur noch 6 Bilder von mir. Ich werde jetzt schnell machen. Und danach werde ich Mittag essen. Am Wochenende will er mich hier nach, also zu mir haben. Wegen die Hasen und so. Ja, da war mit dem Bus. Ich habe gesagt, ja, vielleicht kann ich eben mit, weil ich so viele Pakete jetzt noch kriege. Und da sind halt noch ein paar Sachen dabei, die ich ihm schenke. Und da wäre es halt nicht so toll, wenn ich das alles oben habe, weil es halt, weil ja damit und ich gesagt haben, unsere Geschenke schenken wir uns hier gegenseitig nur. Und ich glaube, das habe ich auch schon 100 Mal gesagt. Jedenfalls hat er echt das Bordesatten angeknickt. Cool. Jedenfalls. Und auch meine Switch-Tasche und Koffer und Hülle, was ich gleich bestellt habe. Er hat auch eine Tasche für die Switch, wo man einfach nur die Switch eintun kann. Und einen Koffer, wo du alles eintun kannst. Also das ganze Gerätschaft. Die ganze Gerätschaft. So. Das war jetzt auch Deutsch von mir. Und eben hat er gesagt, es ist nicht verkehrt, wenn man Bordes hat. Und deswegen haben wir gedacht, ja, dann bestelle ich gleich Boards, weil dass ich Boards gleich habe, aber wenn ich vielleicht den Koffer nicht so oft brauche, weil man ja nicht so oft alles mitnimmt. Schauen wir mal, wenn ich jetzt jeden Tag zweimal am Tag meinen Fuß einschmiert, morgens, also wenn ich wach bin halt und abends, nachher sollte das schon bald besser werden. Also sollte es hoffentlich spätestens zu Weihnachten besser sein. So, wir haben es jetzt 14 Uhr irgendwas. Das habe ich da gerade gelesen, 14.44. Mach mal ganz kurz. Meine Hülle für die Switch und so. Und zwar, das ist mein Koffer. Von innen schaut das so aus. Meine Tasche. Die einfach nur für die Switch ist. Man kann da auch noch ein paar Spiele rein tun. Ja. Und die ist so blau-lila. Das sind meine Dings. Ich weiß nicht, warum ihr es wollt, aber ich finde es halt irgendwie cool. Meine Dinger da für die Joy-Cons. Für die Knöpfe. Auch im Pfotenspann. Und das da ist meine Hülle. Blau-lila Farbverlauf. Ich finde das so geil. Und 128 Gigabyte Speicherkarte dazu gekauft, Panzerglasfolie und weil ich eigentlich einen anderen Sticker haben wollte von Stitch, aber der hat Versandkosten, habe ich mir dann einfach gedacht, den bestelle ich mal irgendwann mal und habe einfach dann die Sticker von Stitch bestellt. Es ist jetzt 16.14 Uhr und Alter, der Vlog wird wieder mal so kurz werden oder so. Muss jetzt echt schauen, weil ich fast gar nichts habe. Was? Ja, dann nimm noch das. Ich verstehe nicht, was das Gerät hat. 18 Uhr und Michi ist back! Ja! Und ich fürs hier Popcorn! Mein Laptop hat einen Dachschaden! Wann hat er das? Nicht! Ist so! Nice, das ist jetzt schon wieder. Warum? Ich habe nicht mal irgendwas durch, du schaltest das einfach raus. Ja, klar. Hab ich ja das letzte Mal gemacht und dann ist gar nicht. Wen juckt's? Hallo. Hallo. Wir haben es jetzt 21 Uhr, was? 32. Genau. Und Kalendertime! Kalendertime! Juhu! Jo, er darf beginnen. Gut. Dann gucken wir mal. Nummer 13. Nein, 14. Ja, 14. Du bist gerade, du Arsch. Ich hab vergessen, 3 ist 14. Warte. Ich zoom ran. Zoom ran, da.
Boah, deine Socken, Alter. Nach bueno. Nochmal. Schon wieder. Sind wir nichts. Und was ist drinnen? Schokolade. Das ist so cool. Aufsetzen. Tada. Hab's gleich gesehen. Ja, mach genau. Mal auf und schau, was drinnen ist. Genau, ich weiß, der alles auf. Ja, genau. Ganz geil. Guten Morgen oder schönen Vormittag. Wir haben es jetzt 10.53 Uhr und der Donnerstag, den 15. Dezember. Und boah, ich bin gerade aus Atem. Ich richte mir jetzt hier mal mein Schleppi her. Damit ich hier dann arbeiten kann. Und hoppala. Mich hat Mekke dann das Spiel mitgenommen, weil er von seiner Arbeit einen Gutschein kriegt. Haha. Und zwar hat er mir für die Switch Animal Crossing mitgebracht. Und heute machen wir da, versuchen wir weiter die Daten zu übertragen auf meine Switch, damit ich nachher halt zu Weihnachten gleich schon spielen kann und so. Ich habe jetzt nicht so viel Stress, weil ich mir jetzt nur vorher schnell fertig gemacht habe und ich um Viertel nachher gehen muss. Also ich habe noch schon ein bisschen Zeit. Und ja. Habe ich gesagt, Fleck um Eiste. So, jetzt ist sie irgendwie im Bett gekommen. Das ist der Billig-Eistee vom Spar. Weil wir zum Hauptteil, wenn man gewisse Sachen brauchen, gehen wir Lidl. Aber zum Hauptteil haben wir entschieden, für uns gehen wir mehr oder weniger statt Embra ins Spar. Weil die Sachen einfach auch billiger sein und du kriegst es, aber ist billiger wirklich in doppelt so viel Menge wie beim Endpreis. Weil das ist echt schon krank, dass du für die Marke jeden Tag, die was es bei uns gibt, was eigentlich eine Billigmarke ist, schon teilweise gleich viel zahlst, wie für die Produkte, die wirklich die teurer sein, die eben nicht die Billigmarken, und das ist schon krank. Und das ist das gleiche wie zum Beispiel von Dr. Oetker, die Schokostreusel oder so. Es ist nur so ein Backdelle, wo nicht einmal viel drin ist. Zahlst schon, was nicht, 2-3 Euro. Genau um den Preis, nein, nicht einmal, genau billiger, um was nicht, vielleicht maximal 1 Euro oder so, kriegst du genau die gleichen Streusel im Spar, aber doppelt so groß, wo immer denkt, Alter, das macht einen haushohen Unterschied und deswegen haben wir das für uns so entschieden, wir gehen mehr oder weniger Spar. Und ja, und gesehen, wir brauchen Klopapier, das hole ich auch noch gleich. Ja, dadurch, dass jetzt, ich habe bemerkt, dass ich jetzt schon, also seit gestern, dass ich schon, es tut zwar immer nur weh, wenn ich zu viel Gewicht auf den rechten Fuß verlagere, aber ich kann beim Gehen schon ein bisschen normaler auftreten. Aber ja, in der Wohnung benutze ich die Krücken so gut wie nie, weil halt die Wohnung nicht so groß ist und du bist da überall und das lohnt sich nicht so ganz, es geht so nicht ganz. Aber wenn ich es wirklich brauche, dann benutze ich es schon in der Wohnung, also so ist nicht. Aber wenn ich jetzt ausgehe, so wie jetzt zum M-Preis, dann benutze ich es schon. Aber die Salbe hilft wirklich tatsächlich, falls ihr mal eine gute Sportsalbe braucht, für Prellungen, Zerrungen etc. etc. E-Drahtgel, heißt die. So schaut die aus. Apotheke. Die was ist das für Farbe? Sieht man das? Irgendwie schaut das so grünlich aus. Ich habe keine Ahnung. Riechen tut sie wie Desinfektionsgel. Aber sie hilft echt. Also es ist echt super. Wie ich das dann mache, ist, dass der Verband nicht von der Salbe dreckig wird, sodass man den immer gut verwenden kann danach. Tue ich einfach eine Küchenrolle oder Taschentuch drüber legen. Und so zusammenfalten, dass es kleiner ist und auf der Stelle, und das lege ich drauf auf die Salben und dann den Verband um. So bleibt der Verband sauber. Und ja. So. Aber jetzt werde ich mal ready to gehen machen, damit ich kurz Zeit verdrödel. Ich habe jetzt absolut null Ahnung. Ah, das ist leider.
Ich vergesse immer, dass ich zuerst mit dem hinigen Haxen die Stirn umgehen muss. Ich höre immer noch gerade Musik. Wir haben es jetzt 11.50 Uhr. Ja, ist ja gut gegangen. Ich habe dabei alles, was ich Kraft habe, an Zorn zeigen. In den Rucksack da und bin so zur Kasse und das Klopapier. Das ist mir genommen, weil wir über die Gruppen kriegen. Und ich glaube, die auch nicht entweder zahlt gemacht. Ich habe meinen Rucksack nicht zugemacht oder ich will klauen. Nachher, was ich gesehen habe, mit weniger Gruppen, so, achso, okay, na was, Entschuldigung. Ich so, ja, kein Problem. Und die Frau, die war selber ein bisschen schlechter auf die Füße und hat mir noch bei der Kasse die Gurken auch geglaubt, weil eine umgeflogen ist. Und mir gedacht, Mai, bitte, das hätte ich jetzt nicht müssen. Das kannst du selber ja nicht so gut gucken. Aber trotzdem voll nett. Jedenfalls, genau, wenn wir es gerade gesehen haben, habe ich auch mal Durchbrot, weil ich Hunger habe. Deswegen habe ich jetzt eine Weile nur einen Verband um und keine Salbe dazu getan, weil ich dann duschen will. Ja, wie zweimal. Solche Batterien, die 3xA-Batterien. Das ist jetzt jeden Tag die billige Marke vor dem Preis bei uns. Billig und Handwerk sagen. Zweimal gehört mal die extra los. Und einmal Kekse. Meine Lieblingskekse. Und ja. Warte, machen wir jetzt was zum Futtern. Und dann während die Futter werde ich zugleich irgendwie versuchen, keine Ahnung, vielleicht zu arbeiten oder auch nicht oder was nicht. Aber ja, die Batterien habe ich Kraft, weil dass sie endlich mal die Kerze da anzünden oder anschalten kann, nicht anzünden. Und ja. So. Das muss ich dann alles auframmen. Das nehme ich jetzt mal mit. Das stellen meine Haare dann irgendwo hin, schalten das mal an. Wo stellen wir es denn am besten hin? Keine Ahnung, ich stelle das mal hier irgendwo her. Da ist ja noch meine neue Kerze, die riecht so geil. Nach Apfel, der Apfelzimt oder so. Das ist richtig weihnachtlich. Ich liebe ja so Duftkerzen. Allerdings, die riecht jetzt geil, die geht. Das hat man nämlich ausnahmsweise erlaubt, weil er hasst Duftkerzen. Aber sonst mag ich eigentlich eher lieber Apfel, weil Apfel einfach am geilsten riecht. Nicht zu intensiv und auch nicht zu wenig, gerade perfekt. Schau da Fernseher und irgendwie oder zum Teil halt und mache irgendwas am Laptop. Also beziehungsweise noch am Arbeiten. Aber ja. So, jetzt ist es 15.43 Uhr. Ihr habt vorhin nicht einmal die Uhrzeit gesagt. Ich hau mir jetzt. Okay, mein Handy stecke jetzt kurz an. Der Lavaramino. Dann hau ich mir jetzt geschwind in die Dusche. Jo. Dann sollte das auch wieder mal passen. So sieht es halt upsala, aus. Mit einer Hand ist es nicht so einfach. Für die kalt ui. Adventkranz habe ich auch wieder ausgemacht. So, jetzt haben wir es 16.53 Uhr. Und ich bin jetzt mal soweit mit Duschen und dann fertig. Und meinen Fuß neu einbandagiert und eingeschmiert. Und ja, Michi dürfte eigentlich so ziemlich da sein bald. Weil er hat mir um 16 nachgeschrieben und dass er auf den Bus wartet. Ja. Warte nur, ich habe halt dabei das auf Pause dann, weil das war anfangs nie so, wo ich das Programm gehabt habe. Da macht es mal halt, nachdem das fertig ist, immer irgendwas auf, wo halt irgendwas aufgelistet wird oder keine Ahnung. Oder wie tausend so Dinger von den Videos. Und das interessiert mich eben nicht, deswegen schaue ich mal gleich, wenn das fertig ist, dass ich da schnell abbrechen kann. Aber ja. 18.33 Uhr, der Quatschkopf ist auch da. Hallo! Quatschkopf, du bist ja auch so ein Quatschkopf. Der Quatschkopf da.
Der zockt hier, ich mache hier Arbeit. Ja. Aber eigentlich bin ich eh so gut wie fertig. Ja. Was gibt's denn bei dir in Eis? Erzähl. Nein. Es soll was Neues geben. Sein Auto steht in der Werkstatt. Ja. Und morgen, oder? Ja, ich hoffe morgen. Gut, Mama. Mhm. Ja. Sehen wir ja. Ja. Es war es nicht schon in der Werkstatt gestanden. Ist so. Ja, was soll man machen? Jo, ist ja so. Auto halt. Jetzt gibt's Essen und jetzt ist 20.28 Uhr. Und Michi geht gerade Uli die Pizzen holen. Wir haben schon wieder Pizza bestellt. Aber ja. So, jetzt stell dir den Adventskranz wieder mal weiter her. Sollte jetzt im Moment wieder oben sein. Und ja. Yam, 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 yam. Hallo, it's Kalendertime. Ja, eigentlich wollte ich sagen 21.35 Uhr und dann wollte ich sagen Kalendertime. Egal. Ja, und ich bin dran. Deine Mütze, deine Kappe. Oh, das ist aufgeregt. Schokobon? Nein. Kinder? Mini. Schokolade. Haben wir schon lange nicht mehr schauen. Ja. Wollen wir nur Chocobon oder Bueno? Wo haben wir was? 15. Da. Wie gehst du auf? In die Richtung. Ja, logisch. Ich kann's nicht. Ernsthaft? Wo ist denn Nummer 15? Da unten. Was hat der heute drin? Schokolade. Ja, den kannst du nachher nur aufhängen, bevor du gehst. Ja, mach ich. Also. Und somit würde ich sagen, lassen wir es wieder. Für heute. Genau. Wir sehen uns dann morgen. Ja, und wir sagen dann fürs Einschalten. Auf jeden Fall. Und ja. Bye. Und tschüss.